Wir haben hier einfach links einmal unseren Bedienfeld für Blaulicht und unsere Lichtsteuerung für die Umfeldbeleuchtung. Wir können hier das Martinshorn einschalten oder eben auf dem Flugfeld auch wechseln auf die Flugfeldwarnleuchten oder unsere orange Kennleuchte einfach aufgrund der Fahrzeuggröße, die wir da vorhalten müssen. Wir haben hier unseren feuerwehrlöschtechnischen Aufbau, praktisch einmal unser ganzes Infotainment, was wir benötigen. Die Pumpendruck, den Löschwasservorrat, den wir noch vorhalten, Schaum, Zumischraten und so weiter. Wir haben hier unsere Untermenüs mit Lichtsteuerungen, Wassermenü oder ähnliches und kriegen hier praktisch unsere ganzen Informationen, was den Fahrzeugaufbau hinten betrifft. Wir haben hier unsere Löschwassermittel, die wir zuschalten können, eben zur Steuerung. Unten runter haben wir alles, was den Aufbau betrifft, beziehungsweise das Fahrgestell, also unsere ganzen Sperren, die wir zuschalten können, Geländeuntersetzungen und ähnliches. Hier dann über die Joysticks unsere Werferstellung, einmal der Frontwerfer eben, den wir dann hier bedienen können, oder eben der Dachwerfer, der dann auch von beiden Sitzplätzen bedient werden kann.